Heiß begehrt und gleichzeitig wohl eine der schönsten Auszeichnungen, die man in unserer Region verliehen bekommen kann. Der Servicepreis im Stauferkreis. Unternehmen oder deren Mitarbeiter können diese Trophäe ergattern. Allerdings nur, wenn sie mit besonderer Kundenfreundlichkeit und Servicequalität aus der Masse herausstechen. Am Montagabend wurde der Servicepreis bereits zum 12. Mal an besonders engagierte Mitarbeiter und Unternehmen verliehen. Für den Landkreis ist es wichtig, weil es gut ist, seine Stärken zu kennen, weil es auch eine Identität stiftet, Identifikation stiftet. Und man sieht ja auch hier, es entsteht eine Kommunikation, es entsteht eine Diskussion über die vielen tollen Beispiele, die es gibt. Der Sinn ist einfach, aus diesen Beispielen zu lernen und sie als Multiplikatoreffekt zu nutzen. Leser der NWZ und der Geislinger Zeitung haben im Vorfeld ihre Favoriten auf den Preis nominiert bzw. Unternehmen bewertet. Sieger konnte in den 5 verschiedenen Kategorien von Handwerk bis Dienstleistung aber immer nur einer werden. Und trotz ihrer Nominierungen hatte kaum ein Preisträger erwartet, tatsächlich selbst mit dem Servicepreis ausgezeichnet zu werden. Die Freude war daher groß und viele fühlten sich zeitgleich auch ein wenig geschmeichelt. Weil eine Person, die es nicht betroffen hat, aufgefallen ist, was ich mache, was ich jeden Tag versuche zu machen. Und ich freue mich dafür, dass man sieht, dass mein Arbeitgeber die Möglichkeit schafft, auch das zu praktizieren. Weil das ja doch auch zeigt, dass die Kunden, die zu uns kommen, sehr, sehr zufrieden sind mit dem Service, den wir bieten und auch wahrscheinlich auch mit dem Personal, das wir haben, dass wir da eben Rundumversorgung machen für den Kunden und ja, die dadurch auch glücklich sind und natürlich uns auch wohlwollend bewertet haben. Die Bemühungen um Kunden und ihre Zufriedenheit zahlt sich also aus. Alle Preisträger haben sich auf jeden Fall liebenswert, selbstlos und zuvorkommend gezeigt. Die Gewinner des Servicepreises im Stauferkreis 2016 stellen an sich selbst aber noch weitere Ansprüche. Service fängt an beim Helfen. Die Leute, die wir nicht mehr können, weil irgendwann werden wir auch mal alt. Und ich würde mich auch freuen, dass irgendjemand mich auch mal helfen würde, wenn ich mal alt werde. Das ist für mich Service und Liebe. Das sind natürlich viele Punkte, die da dazugehören. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit, Sauberkeit. Ich versuche jeden Tag aus jeder Situation das Beste zu machen, zur Zufriedenheit von beiden Seiten. Seiten von der Polizei und Seite vom Bürger. Aber egal, was Service für wen bedeutet, sie alle sind die Preisträger des Servicepreises im Stauferkreis und gelten somit als großes Vorbild für alle anderen Unternehmen und deren Mitarbeiter in der gesamten Region. Denn sie alle setzen sich tagtäglich wie selbstverständlich für die Freude anderer ein.